Herzlich willkommen. Heute möchte ich mal über Karpfenschlingen sprechen. Hier ist das Modell Anaconda Relax Sling 2. Das ist aktuell mein Modell und Relax, das sagt schon alles aus, was eigentlich das Hauptthema dieses Videos ist. Das verantwortungsvolle Zurücksetzen von Karpfen. Und jetzt bin ich beim nächsten Thema, was mich extrem aufregt. In Deutschland ist es ja so, dass egal was man macht, was nicht, irgendwelchen Leuten, die bioökologisch, grün, extrem falschtickend angehaucht sind, die die Welt verbessern wollen, ohne selber gerade auslaufen zu können, sich nicht mal die Schnürsenkel zubinden können, wenn sie eine Thematik gefunden haben, kaputt zerstören, ihren Ego-Trip durchziehen und dann die nächste Thematik vornehmen. Ja, gut. Ich reg mich nicht auf. Aktuell bin ich in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und da gibt es zum Glück Leute, die sind auf dem Boden geblieben, die haben gesunden Menschenverstand und haben hier sogenannte Entnahmefenster eingeführt. Das heißt, wir haben eine kleine Lücke, wo wir die Karpfen zum Beispiel mit nach Hause zum Verwerten nehmen dürfen. Alles, was kleiner ist, wird zurückgesetzt, alles, was größer ist. Und da kommen wir dann auf den verantwortungsvollen Umgang mit diesen Schlingen zu sprechen. Wir kommen jetzt in eine Jahreszeit, wo das Relaxen, das Regenerieren von einem Fisch extrem wichtig ist. Warum? Im Sommer wird der Sauerstoffgehalt in meinem Gewässer extrem strapaziert, er geht extrem zurück. Es kann in etlichen Gewässern passieren, dass wir ab einer bestimmten Schicht, ab einer bestimmten Tiefe keine Sauerstoffvorkommen mehr haben. Und dann, wenn wir dem Fisch nicht die Möglichkeit geben, verantwortungsvoll sich zu regenerieren, dann kann es ganz schnell passieren, dass der Fisch in diese Gebiete zurücksackt. Das heißt, wir setzen ihn zurück, freuen uns, er schwimmt los, aber er schwimmt immer weiter ins Tiefe und kommt dann in diesen Sauerstoffmangel versorgten Gewässerbereich. Und das ist im Prinzip zu größten Teils das Todesurteil für diesen Fisch. Um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich früher gerne Karpfensäcke benutzt. Aber seitdem es diese Schlingen gibt, benutze ich nur noch diese Schlingen. Warum? Ganz einfach, ich mache mal dieses Teil auf. Ihr seht auf den ersten Blick ein gummiertes Material. Das sagt uns schon mal aus, gut, es ist schleimhautschonend. Dann haben wir hier große Öffnungen, wo eine Wasserzirkulation und somit eine Sauerstoffzirkulation stattfinden kann. Und das weitaus Wichtigste, wir haben bei diesen Schlingen die Möglichkeit, sie mit Metallbänder oder Abstandshalter, sag ich mal lieber, auseinanderzuhalten. Das heißt, der Fisch hat wirklich eine große, einen großen Bereich, wo er sich regenerieren kann, wo er nirgendwo großartig gegenstößt und durch diese Schwimmkörper, die wir hier haben, wie in so einer Wiege, eine Hängematte ausruhen kann. Und nutzt wirklich diese Säcke. Ich bin großer Freund von kurz Foto machen und dann zurück. Aber im Hochsommer kurz Foto machen und dann zurück ist nicht. Hier reinpacken, regenerieren lassen. Deswegen auch der große Name Relaxed. Das ist ein Thema, was mir wirklich extrem am Herzen liegt. Ich war ja nicht immer so ein Angler oder sag ich mal so erfahren, wie ich jetzt bin. Ist aber bei jedem normal. Jeder muss seine Erfahrung sammeln. Vor über 20 Jahren ist mir sowas Ähnliches mal passiert. Ich habe einen Fisch zurückgesetzt, habe mich gefreut, er schwimmt und dann kam der auf einmal hoch. Ich habe mir die ganzen Klamotten runtergeworfen, bin mit dem Kescher hinterher geschwommen und habe nochmal zurückgeholt und habe ihm einen Karpfensack reingepackt. Und das war für mich dieses Aha-Effekt damals gewesen, wirklich vor über 20 Jahren. Vorsicht! Wenn ich dann diese Assoziation nicht dazu gehabt hätte, dass der Sauerstoffmangel
bei hohen Temperaturen im See entsteht oder in einem Gewässer entstehen kann, hätte ich den Fisch umgebracht. Einfach aufgrund meiner Nichtwissenheit damals. Ne? Also, ihr seht, man kann viel falsch machen, wenn man einfach nicht das Hintergrundwissen hat. Und das ist ein Problem auch bei manchen, ich möchte nicht auf dieses Thema zu sprechen kommen, nochmal, bei manchen biologisch falsch tickenden Öko-Fuzis, ja. Nichtsdestotrotz, nehmt das Thema ernst, denkt dran, wir sind jetzt bald im Hochsommer, lasst die Fische relaxen. In diesem Sinne, wir sehen uns, bis dann.